Was geht ab, Freunde? Euer Moderator Mr. Wild ist am Start. Erster Samstag der Messe, übertrieben gute Laune, richtig Bock. Wir fangen gerade hier an unserem Stand an. Ich habe mir überlegt, ich mache mal ein bisschen auf Quizmoderator. Ich schnappe mir mal ein, zwei Leute. Vielleicht die Dicken aus der Szene, die dicken Fische, die großen Fische. Das wäre auf jeden Fall geil. Habe ein, zwei Fragen vorbereitet sogar. Sonst immer nur alles improvisiert, aber habe heute Morgen mal beim Frühstück ein paar Fragen überlegt und wollte tatsächlich mal ein, zwei Personen für drei, vier Fragen uns mal ranholen und mal gucken, was die uns antworten. Ich glaube, das könnte lustig werden. Jetzt geht's erstmal los. So, es ist 8:45. Die Messe hat gerade angefangen. Ich dachte mir, komm, schnappen wir uns den Hagen. Das ist Hagen, wie er lebt und lebt, ja? Die Messe ist offen. Hagen hat wahrscheinlich eine stramme Nacht. Ich denke, wir sehen uns später, aber Digi, das ist wieder typisch. Wir blenden die später nochmal ein. Das machen wir nachher. Weißt schon Bescheid. Ey, wir sind jetzt nochmal bei Hagen am Stand. Der versucht schon zu flüchten. Die machen erst noch ein Bild. Es ist mittlerweile 10:30. Die Boys haben auch mal ausgeschlafen. Oh, ich habe das Mikrofon vergessen. Die haben jetzt auch mal ausgeschlafen. Aber so habe ich mir das schon erwartet. Komm, wir nerven die schon. Hagen, mein neues Mikrofon. Ich habe schon heute Morgen um. Sag mal, was hast du dir? Warst du gestern früh schlafen oder was? Immer, Digga. Ich bin immer voller Energie. Ja, das ist aber geil. Also ja, feier habe ich Respekt. Das muss auch so. Du musst ins Mikrofon sprechen. Ja, okay. Ist das immer noch für dein YouTube oder kommt der jetzt im Fernsehen? Nee, das hier ist tatsächlich für nicht ProSieben. Nee, das ist einfach nur mein YouTube. Okay. Drei schnelle Fragen. Merkst du, dass du auch kommst? Nee, mach erstmal deine Käseschale hier. Dann machen wir gleich deine Action. Pass auf, ich mach drei random Fragen. Ja, aber ich habe so viele aufgeschrieben von jedem. Pass auf, bei dir. Wie viele Autos hattest du bisher? Insgesamt? Überhaupt, ja. 100. Meinst du? Ja. Jetzt ganz grob oder? Nee, keine Ahnung. Das ist zwischen 70, 80 und 110 oder 20. Ich weiß es aber nicht. Ich bin schon wirklich schlimm, aber du bist, Digga, du bist Katastrophe. Egal. Also er hat richtig Bock mit Autowechseln. Zweite Frage, was ist dein absolutes Traumauto? Egal ob du dir es leisten könntest oder nicht, das allerteuerste was oder das allergrößte Traumauto. Ja, ich finde ein 4x4 hoch 2 sehr geil. E500. Als 500er oder 360? Gibt es noch als 500er, 4x4 hoch 2. Das hier ist diese Höhe gelegt. Ist. Ja. Der auch drüben, ja, der Pink steht, ja, den gibt es noch als 500er. Mein Kollege, der Sharp hat den, aber ich glaube als 63er. Nee, gibt es noch als 500er. Es gab, also die Firma, die umbaut, Leetech heißt die, die hat das Ding entwickelt für Mercedes. Und die, also es gibt auch Bauten, ne, das kannst du ihn auch umbauen lassen. Du kannst auch da hingehen und sagen, jo, ich lasse den jetzt umbauen, kannst auch einen 63er umbauen. Ah, okay. Bestimmt in Dubai oder sonst wo, viele verrückte Leute schon gemacht sowas, aber für er gab es den nur als 500er. Ein Race mit irgendeinem krassen Tuner umbau, so ein Mansory Rolls-Royce Wraith oder so. Nicht sexy. Okay. Der ist schon voll informiert, Alter. Hast du schon konfiguriert, das Ding, nee, oder was? Nee, man denkt ja immer über Autos nach, oder? Ja, aber das ist out of my range, Alter. Da hab ich mich schon dran überlegt. Ja, du hast doch gesagt, egal was. Ja, hast ich hätte doch sagen können, CL500 ist auch ein Traumauto. Das stimmt. Es gibt auch hier CLS C219, auch ja, ein Traumauto. Ja, das sind alles geile Dinge. Du hast ja gerade extra so gefragt. Ja, so. Ich sag extra, egal, Preis, ja. Aber absolut SVJ, wie heißt das Cabrio bei Lambo, keine Ahnung? SVJ als Spider. Ja, SVJ Spider. Genau, ja. Boah, Digga, mit den Spoiler hin und so, geisteskrank. Lambo bin ich auch voll im Thema, tatsächlich. Ja. Ansonsten. Das sind drei Fragen, ne? Guck mal, ich laber euer Video jetzt. Das ist nicht schlimm, nee, das ist gut, Digga. Alles ganz Sendezeit. Locker frei raus. Hattest du schon mal Unfälle? Einen. Da habe ich, da war nachts Landstraße, war so eine Verkehrsinsel und da sind ja immer so das ist Ortsausgang, war das Ortsausgang. Das sind so blaue Schilder, du darfst mal rechts vorbei. Genau. Das war umgeknickt, das war nicht da. Und ich war, ich war halt vor dir schon. Und ich war so ein bisschen halt müde, ne? Und habe das Ding übersehen und bin da halt voll raufgeknallt beim Ortsausgang. Das war nicht so schön. Also niemals müde Auto fahren, das ist echt gefährlich. Müde Auto fahren ist das Gefährlichste, was man machen kannst. Ja, macht keinen Sinn. Lieber mal rechts ranfahren, kurz pennen und so, aber krass. Dritte Frage. Das war eigentlich schon die dritte. Aber pass auf, könntest du dir vorstellen, bei deiner Körpergröße Basketball zu spielen professionell? Das ist einfach mal random was ganz anderes. Das ist wirklich out of meiner Range, irgendeinen Sport professionell zu machen. Okay, aber also eher nicht. Basketball weiß ich nicht. Ich habe Handball gespielt 6 Jahre. Das ist auch gut. Da habe ich Bock. Also da überlege ich auch nochmal wieder anzufangen. Aber ach, ja, man ist halt faul. Ne? Als Sportler hätte ich dich auch gar nicht eingeschätzt. Okay, weißt du nur wegen der Größe? Nee, Basketball, keine Ahnung. So groß bin ich jetzt ja auch nicht. Digga, Alter, ich hab schon Buffalos an, so ungefähr. Nee, aber du bist schon ein Riese. Der auch, aber er liegt mir. Ja,
Am Max geht es noch besser als mir. Ja? Ja? Du bist aber noch fit. Ging's lange gestern? Nö, gar nicht lange. Hast du? Du siehst aber frisch aus. Danke. Digga, du bist, ich feiere deine Energy, man. Du bist motiviert und... Digga, guck mal hier. Der Official Club ja. Positive Ja, natürlich. Du strahlst auch echt aus. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Ich stand dir. Ja. Und jetzt, Alter, er hat seinen Käse-Stangen-Joker jetzt verspielt. Das zählt jetzt nicht mehr. Und jetzt haben wir uns den Max. Rudi, was geht ab? Geht's dir gut? Du siehst nicht so aus. Aber wir machen das. Wir machen das. Ich bleib stabil, aber ich muss noch ins Mikro reden. Jawohl. Okay, was geht ab, Digga? Ich bin sehr froh, dass ich dir nicht gefolgt bin. Sorry, ich habe ein bisschen Fahne. Digga, das ist nicht ganz schön. Ich bin sehr froh, dass ich deinem Ruf nach Berlin nicht gefolgt bin. Und vor 4-5 Monaten, wo wir uns das letzte Mal gesprochen haben, wo du meintest, wir müssen unbedingt zusammen auf diese komische Car-Show in Berlin. Ja, aber das war also die Show war krass. Aber was die da gemacht haben, war nicht krass. Nee, ich bin sehr froh, dass ich da nicht auf dich gehört habe und einfach in Hamburg geblieben bin. Aber im Stadion war Feeling war schon crazy. Das war schon richtig, richtig cool. Als Zuschauer sicherlich. Ja, ja. Hättest du auch nicht aufgestellt, oder? Nee. Ich habe ja gar keine Autos. Die will sich ja gar keine angucken. Aber du hättest genug Autos, um hinzukommen und schon aufzufallen. Du bist auch voll das Soko-Posa absolute Ziel. Ja, stell mal, also jetzt ernsthaft, stell mal vor, ich wäre mit meinem Prior hingekommen. Ja, auch Digga. Den hätte ich bis heute nicht wieder gesehen. Ja, irgendwo in Berlin in der Asservatenkammer. Das ist korrekt, Alter. Mit Zug oder mit Bus? Aber ich würde dir gerne 3 oder 4 Fragen stellen. Pass auf, ganz entspannt. Sag du mir jetzt mal deinen absoluten Traumwagen. Absolut. Endstufe, was für dich gilt. Huracan, dann höre ich auch mit an. Bruder, meine auch, absolut. Mir ist noch scheißegal, wie viele Kilometer das Ding hat und was für eine Ausbaustufe. Einfach Huracan, Digga. Digga, das kann auch Silber sein mit weißem Umbau, nicht mit scheißegal. Ja, ich würde auch, Digga, da wäre für mich Feierabend. Da kannst du ein Kreuz machen und dann schau, dann kann ja... YouTube-Kanal dicht. Nutzer nicht mehr existiert, ey. Weg. Hat den Chat verlassen, so ungefähr. Okay, dann... Jetzt, pass auf, was war dein allergrößter Reparaturschaden, also Reparaturkosten? Bei welchem Auto und welcher Preis? Digga, ich habe bisher alles selber repariert, deswegen... Ich weiß. Aber was war so Kostenvoranschlag oder preislich so das allerheftigste, wo du bisher hattest? Ja, auf jeden Fall Bentley Mansory. Ja? Ja, Unterdruck. Also Unterdruck, Schläuche hinten am Motor raus, Bentley wollte 12.000 Euro. Was, für Schläuche? Ja. Damn. Ja, bei der Motor, die ja, Arbeitszeit, muss ne? eigentlich alles rausnehmen, raus, so. Ganze Achse raus, ablenken, hinten die Schläuche flicken. Habe ich halt selber gemacht. Also ohne Motor rausnehmen, ja. Sondern einfach mit Fingerbrechen. Mit Tape, Alter. Aber das war mein krassester Kostenvoranschlag. Das war auch immer die Balls, immer dicke Autos zu kaufen, scheißegal, was du reparierst. Digga, ist wie bei mir. Alter, ich hab den Schrottfahrer gekauft. Ich weiß, was willst du dafür? Nee, der Zalo gestern hier genauso. Ja, Zalo ist ein Wix. Der kommt. Der zahlt viel zu wenig. Kommt zu mir. Ey, wobei, der hat eigentlich gute Preise genannt praktisch, ne? Aber der kommt später auch. Aber das Mafia-Geld würde ich nicht nehmen. Weißt du, ist haram. Okay, pass auf, jetzt noch eine ganz komische, strange, fremde Frage. Wenn du Musiker wärst, welches Genre würdest du dir aussuchen? Trap. Boah. Ja. Ja, so Trap, so, aber so Moneyboy, so ja, richtig Trash-Scheiß, ja, einfach mit vielen Filtern. Aber mittlerweile ist bei ihm schon voll authentisch bei Moneyboy, weil auch wegen dem ganzen Held, er zieht das schon über Jahre durch und ist erfolgreich. Ja. Also ich find's cool. Ey, so Lelano-Style, das ja? Bin ich komplett cool. Ist ja auch mein Name schon. Finde ich gut, auf jeden Fall. Das waren 3-4 knackige Fragen an den noch verkaterten Max, Alter. Auf jeden Fall. Wir sehen uns später, wir gucken, wen wir noch nerven können. Bis später. Jetzt gehst du zu JP, ne? Ja, natürlich, immer. Stell dir vor, das wäre ein Mikrofon. Ja, hallo. Okay, können wir. Ja. Also, pass auf. Nächste Stufe, Jean Pierre am Start. Ich habe 4 frische, schnelle Fragen. Nichts Schlimmes? Okay. Ich will aber Schlimme. Nee, ist okay. Also, pass auf. Welches ist das für dich der heilige Gral? Welches Auto? F40. F40, okay. Nächste Frage. Was ist für dich die ausreichende, wo du sagst, das ist die ausreichende Leistung für ein Auto, um im Alltag angenehm zu fahren? Was? 200 PS. 200 PS, okay. Andere, random Frage. Random Frage. Wenn du NBA-Spieler wärst, oh, ja, jetzt geht's los. Das muss ich. In welchem Team würdest du gerne spielen wollen? Lakers, okay. Letzte Frage. Aber na! Welche Zeit? Jetzt gerade? Ja, aktuell, wenn du jetzt Spieler wärst. Ja, Lakers, weil ich Stadtgeil. Ja. Okay, gut. Allerletzte Frage. Lieblingstrack von Michael Jackson? Speed Demon. Okay.
Okay, gut. Das war's schon. Digi, vielen Dank fürs Mitmachen. Das war's schon. Alles klar. Wir gehen weiter. Tschüss. Ja.